Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 9. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen für ein Gesetz zur Abmilderung der Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie im Bereich der hessischen berufsständischen Selbstverwaltungsorganisationen, Drucksache 4205 aus 20. Und für die Einbringung erteile ich Frau Heitland von der CDU-Fraktion das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen. Nochmal, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wir bringen heute Abend das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der SARS-CoV-2-Pandemie im Bereich der hessischen berufsständischen Selbstverwaltungsorganisationen ein. Dies betrifft die Ingenieurkammern, Architekten- und Stadtplanerkammern sowie die Heilberufskammern. Die Problematik besteht darin, dass diese Organisationen derzeit aufgrund ihrer Bestimmungen keine digitalen Gremiensitzungen durchführen können. Und das Gesetz soll eben Erleichterungen bringen und dazu führen, dass die Sitzungen der Gremien digital stattfinden können und insbesondere auch eine Stimmabgabe bzw. eine virtuelle Stimmabgabe sowie eine Briefwahl ermöglicht wird. Das ist Sinn und Zweck des Gesetzes. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Heitland. Wir haben uns darauf verständigt, auf eine Aussprache zu verzichten. Und es besteht ebenfalls Einigkeit, von der ersten Lesung direkt in die zweite Lesung ohne Ausschussüberweisung überzugehen und den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzustimmen. Das bedarf einer Reihe von Abstimmungen, die von vereinbarungsgemäß dann am Ende des heutigen Tages, ich hoffe, dass es nicht der morgige Vormittag ist, am Ende des heutigen Tages durchführen werden.